Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute gibt's das Star Stable Update vom 20. November 2019 am Buß- und B-Tag. Ich weiß gar nicht, ob das ein Feiertag ist, wo alle Kinder schulfrei haben in ganz Deutschland. Auf jeden Fall, mein Sohn hat heute schulfrei an Buß- und B-Tag. Er freut sich sehr. Und an dem wundervollen Tag heute gibt es 3 neue Curly-Farben. Ich bin natürlich schon hier in Firgrove und wir gucken uns jetzt die 3 neuen Curlys natürlich an. Oh mein Gott. Und hier ist schon das erste, der Tobiano. Oh, der ist richtig schick, Leute. Und warum kann ich ihn nicht anklicken? Bin mir nicht sicher, aber vermutlich, weil so viele Leute wieder mal im Pferd stehen. Da ist er, der Beethoven, der ist wunderschön. Oh mein Gott, ist der toll, Leute. Und er hat keine schwarze Mähne, sondern eine braune. Das fand ich so ein bisschen mäh, dass der so eine schwarze Mähne hatte. Hatte der im Trailer nicht eine schwarze Mähne? No. Ich dachte, ich habe mir eingebildet, er hat eine schwarze Mähne. Mir gefällt die braune Mähne sehr, sehr gut. Es sieht wunderschön aus. Sie kosten 850 Starcoins. Und ja, wie die anderen Curlys natürlich auch, +2 auf Stärke, +2 auf Disziplin, +3 auf Ausdauer und +1 auf Agilität. Sie können den Curly Shuffle, den ich natürlich gerne jetzt nochmal präsentieren werde. Oh, jetzt steht niemand im Pferd. Yay! Er hat einen weißen Schweif, was ich mega, mega nice finde. Oh, da hat schon jemand den neuen... Moment, ich krieg's nicht hin. Die Nina ist im Pixel Circus, bin ich mir relativ sicher. Moment, ja! Hi, servus Nina! Und cooles Outfit, Nina! Das steht ihm richtig, richtig gut. Ach Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Hi, servus. Oh mein Gott, mega, mega toll. Und hier ist das zweite Pferd. Wunderschön, der windfarbene. Sassi hat geschrieben, dass noch Silber mit dabei ist. Und ich finde das Pferd auch mega hübsch. Oh mein Gott. Leute, also dieses Mal haben sie irgendwie als zweites gefühlt die richtig schönen Pferde rausgehauen. Oh mein Gott, ist der mega, mega schön. Schreibt mir doch mal einfach in die Kommentare, welches der Pferde ihr kauft. Also ob ihr den windfarbenen kauft, den Palomino, den wir jetzt hier gerade besuchen, oder den Beethoven. Hier steht keiner. Ach Gott, der Arme. Warum steht hier denn keiner? Der ist voll süß. Hi. Moment, ich mach mal ganz kurz noch aus. Hi. Oh mein Gott, bist du süß. Oh mein Gott, bist du süß. Und du hast so hellbraune Augen. Oh mein Gott. Warum steht hier keiner? Warum kauft niemand den Palomino? Bitte, Leute, bitte, kauft doch den Palomino. Er ist mega süß. Der Arme, der tut mir voll leid. 3 neue Farben, Leute. Einer schöner wie der andere. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welchen ihr gerne haben möchtet. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss mir einen kaufen. Einen der 3. Das kommt dann später, das Video. Und wer hat die Qual der Wahl hier, ne? Das ist mega krass. Die sind alle einfach bildschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie soll man sich entscheiden? Für alle, die das Kaufvideo von meinem Liam nicht gesehen haben oder es schon ein bisschen länger her ist, ich verlinke es euch auf jeden Fall noch mal im i, falls ihr es angucken wollt, zeige ich euch noch mal ganz kurz den Curly Shuffle. Dafür müsst ihr Shift gedrückt halten, also am besten den kleinen Finger auf Shift drücken und dann drückt ihr einfach so lange W, bis das Curly Horse den Curly Shuffle macht. Ich persönlich finde, dass sie ihn... Haben die den schöner gemacht, Leute? Oder habe ich mich mittlerweile einfach schon so dran gewöhnt? Das kann sein. Ich bin jemand, der sich sehr, sehr schnell an alles Mögliche gewöhnt. Das Einzige, was mir absolut nicht gefällt, Leute, guckt mal, wie das Curly den Rücken so ein bisschen runterdrückt bei dem Curly Shuffle. Aber Leute, das ist die spezielle Gangart. Wir haben auch schon getestet, wer schneller ist. Und der Tölt ist schneller wie der Curly Shuffle. Yay!
Dann war es aber auf jeden Fall von dieser News von dieser Woche. Nächste Woche kommt der Lichtritt mit den Soul Ridern. Darauf bin ich mega, mega gespannt, denn es klingt nach etwas richtig Süßem, vielleicht auch mit ein paar Quests. Und Leute, ich habe nicht mehr so viel bis Level 21. Ja, Leute, ich weiß, ich spiele seit 2013, seit Anfang 2013 bin noch nicht Level 21. Ich bin einfach eine faule Socke. Aber vielleicht komme ich dann Level 21 noch ein bisschen näher. Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit dieser Update-News von dieser Woche? Habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!